Hallo Leute, der Tacho an eurem Roller funktioniert nicht und ihr wisst nicht, ob das jetzt die Tachowelle oder die Tachoschnecke ist, die defekt ist. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr das prüfen könnt. Hier am Roller am Vorderreifen rechts ist die ganze Konstruktion. Die Tachoschnecke ist dieses Teil hier, das ist das Verbindungsstück zwischen dem Rad und der Tachowelle. Das heißt, das überträgt die Drehung vom Rad auf die Tachowelle. Die Tachowelle, die geht hier entlang bis hin zum Tacho. Innen ist es wie folgt aufgebaut. Die kann man hier einfach abdrehen, die Tachowelle. So. Da geht einfach so ein Vierkantstab durch. Von hier bis zum Tacho, wenn man das hier vorne dreht, dreht sich das auch oben und das dreht den Tacho. Von einer defekten Tachowelle spricht man, wenn die Welle, das heißt dieser Vierkantstab, irgendwo unterwegs zum Tacho in der Mitte irgendwo gebrochen ist. Das heißt, selbst wenn es sich hier unten dreht, dreht sich das obere Stück nicht mit und der Tacho zeigt nichts an. Wenn der Tacho nichts anzeigt, ist das öfteste Problem tatsächlich die gebrochene Tachowelle. Wie überprüfen wir aber, ob die tatsächlich gebrochen ist oder nicht? Das machen wir mit einem Akkuschrauber. Und zwar klemmt ihr dieses Stück ganz vorsichtig hier ein, so, und dreht den Akkuschrauber in die Richtung, als würdet ihr die Schraube herausdrehen, das heißt gegen den Uhrzeigersinn. Beobachtet dabei den Tacho. Wenn sich der Tacho dreht, dann ist die Welle in Ordnung. In diesem Fall sehen wir, dass die Tachowelle in Ordnung ist. Ganz wichtig ist während der ganzen Prozedur, dass ihr die Welle nicht zu sehr nach außen zieht. Das heißt, nicht zu sehr rauszieht. Na, guck ich hier mal. So, dass ihr die nicht zu sehr hier rauszieht, denn irgendwann ist sie aus dem Tacho raus. Es wird hier gedreht, die Tachowelle ist in Ordnung, aber da sie aus dem Tacho raus ist, zeigt der Tacho nichts an. Und ihr stellt eine Falschdiagnose aus, dass die Tachowelle gebrochen ist. Das heißt, immer schön überprüfen, dass sie richtig im Tacho sitzt. Ein bisschen nachdrehen, reinschieben. So, jetzt ist sie richtig drin. Bis zum Anschlag. Wenn ihr das genauso gemacht habt und der Tacho dreht nicht, dann ist höchstwahrscheinlich die Tachowelle defekt. Die kostet im Internet so um die 10, 11 Euro. Die könnt ihr bestellen, einfach wie ich gezeigt habe, unten rausdrehen, aus der Tacho-Schnecke, oben aus dem Tacho neu reinsetzen, dann läuft's. Wenn ihr diesen Test mit dem Akkuschrauber gemacht habt und der Tacho hat sich gedreht, dann ist schon mal die Welle in Ordnung und der Tacho ist in Ordnung. Dann ist wahrscheinlich die Tacho-Schnecke defekt. Schraubt die Welle noch mal kurz auf die Tacho-Schnecke an und fahrt eine kurze Runde. Wenn der Tacho sich da nicht dreht, dann ist es die Tachoschnecke, die defekt ist. Das heißt, dieses Teil hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es dem so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für mehr nützliche Tipps. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt!